Alter, diese Verstecke. Willkommen zurück zu Wir sammeln Secrets in Superliminal. Folgendes. Uns fehlt hier noch immer ein Feuerlöscher. Ich habe jetzt mir alle Feuerlöscher-Locations angeschaut. Und es gibt nur einen, von dem ich denken könnte, dass ich ihn verpasst haben könnte. Da laufen wir einmal ganz fix wieder hin. Da sind wir auch wirklich in einer Minute da. Mehr sind es nämlich gar nicht, von denen ich denke, dass ich sie verpasst haben könnte. Genau einen, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich mich zu schnell weggedreht haben, den habe ich nicht gesehen. Ganz kurze Kontrolle, aber den hier hat Renner, ja. Der war es auch nicht, den ich meinte. Ich bin einfach Profi. Ah, ja, perfekt. Perfekto. So, hier ist einer, aber ich meine, den haben wir. Ich glaube, den haben wir. Ja, den haben wir. Aber jetzt kommt nämlich einer. Hello. Man hier My durchgeht name und is sich Dr. Gordon rumdreht. Pierce, and I'd like to Den know haben wir! you about Scheiße. Being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Dann weiß ich immer noch nicht, welchen ich nicht habe. Oder war da? Das war der, den ich jetzt im Video gemeint hatte, im Video gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, hey, vielleicht habe ich den nicht. Wenn man sich da so umdrehen muss. Aber den habe ich. Ja, Scheiße. Ja, dann weiß ich auch nicht, welcher hier fehlen könnte. Dann werden wir, glaube ich, jetzt eher gleich mal die. Ach, da brauche ich das andere Ding für. Dann lassen wir jetzt das. Dann lassen wir das jetzt und wir gehen zum Sternending im Level 3. Also dann fehlt mir der Feuerlöscher nach wie vor in Level 2. Ich könnte kotzen. Was soll's. Dieses Sternending ist so bescheuert versteckt. Also, aber wir kommen zum Glück gleich hin. Es ist direkt am Anfang. Deswegen, wir kommen zum Glück sofort hin. Es ist gleich hier am Anfang. Ich fasse es einfach nicht. Wenn wir hier sind, drehen wir uns rum. Und laufen hier nach hinten. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become Was soll man trapped in a dazu dream state sagen? paradox instead. Das ist ein Your Versteck, decisions ne? imply Meine Güte. failure So. of orientation, Ich weiß which noch nicht, welche reflects Figur hier negatively on rauskommt. the Ich standard habe nur geschaut, wo orientation es ist. protocol. You will rectify this failure immediately. Mal gucken, wann wir hier wieder eine Figur zusammenbasteln. Ah, so langsam hier bildet sich eine. Ja, da bildet sich eine Figur. Jawohl. Beautiful. Okay. Haben wir den Raum auch geklärt? Dann kann ich jetzt eigentlich raus, oder? Jawohl. Okay. Hier das Ding, wie gesagt, keine Ahnung. Ist jetzt aber auch egal. Wir gehen in dieses Level, wo uns Figur fehlt. Das fehlt, das fehlt, das fehlt. Und das ist das Level, wo es dunkel geworden ist. Das wird jetzt lustig. Wie soll ich da denn alles finden? Also jetzt mal im Ernst. Aber ab hier suchen wir wieder neu, ne? Ich habe jetzt hier für Level 4 mir noch nichts angeguckt. Ab hier suchen wir wieder neu. Das heißt, ich muss jetzt auch. Ich weiß nicht, ob ich schon im Eingang aufpassen Hello, muss. my name is Dr. Da Glenn bin ich mir Pierce, nicht sicher. and despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. So, und jetzt geht hier der Why Strom do I aus. feel like everything is going wrong, even when the sun is shining?
Aber hier sind halt... Na, das ist das Problem. Hier sind ganz viele... Ganz viele so Dinge am Rand gewesen. Und wenn jetzt der Strom ausgeht... Toll. Wenn jetzt der Strom ausgeht, weiß ich jetzt schon, dass ich die verpasse, weil ich sehe die ja nicht mehr gleich. Ja, da geht's nämlich schon los. Das meine ich. Ich meine, ich weiß, ich krieg nachher so ein Schild. Kriege ich das hier schon? Dass ich mit dem Schild zurückkommen kann? Noch darf ich zurücklaufen? Ja, das war's. An der Stelle komplett. Vor allem hier ist jetzt wieder so viel Dunkelheit, ne? Allein in der Dunkelheit könnte ja schon dieser Sternweg sein. Also hier in dieser Dunkelheit zu suchen, wird nicht lustig. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich jetzt diese Feuerlösche, die hier an der Wand sind. Lol. Okay, dann muss ich es halt so mit der Maus machen. Mal vorsichtig ein Stück weiterlaufen, bis es auslöst. Laufe ich gerade überhaupt? Oder hänge ich irgendwo fest? Ich bin eine gewisse Art und Weise gelaufen, aber nicht so, wie ich wollte. Also ohne die Maus zu bewegen. Löst jetzt irgendwann aus, wenn ich bei einem Feuerlöscher bin? Mach's wohl falsch. Vielleicht bin ich nah genug dran. Aber ich kann gar nicht weiter rüber. Was? Oh, ich bin direkt an der Wand gewesen. Ja, okay. Da muss man sich vielleicht so an der Wand entlang hangeln. Das ist echt bescheuert. Ich glaube, hier habe ich alle. Ich glaube, auf der Seite habe ich dann alle. Laufen wir jetzt die Seite nach vorne, oder wie? Ist auf der Seite keine Feuerlöscher gewesen? Bin ich nicht auf der richtigen Höhe. Auf jeden Fall bin ich jetzt durch, wo auch immer ich bin. Ja, also keine Ahnung. Das war jetzt richtig merkwürdig. Ich hoffe, dass wir hier alles haben. Ich weiß es aber nicht.
Hier scheint nichts weiter zu sein. Also in der Dunkelheit was verstecken wäre halt echt dumm. Scheint auch nichts weiter zu sein. Und jetzt geht dann eh gleich der Weg hinter uns zu, also dann brauche ich auch nicht mehr zurück. Hier ist nichts. Okay. Ich hoffe, ich habe das hier richtig abgelaufen. So. Hier ist zu. Hier ist zu. Da ist nichts. Jetzt geht hier eh gleich alles aus. Ah ne, den Raum gibt es noch normal. Aber der macht dann dicht. Ne, der ist... Ah, dieser Raum macht dann dicht. Da ist auch nichts gewesen. Ja, jetzt ist es dicht. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ganz merkwürdige Geschichte. Okay. Hier könnten jetzt natürlich zum Beispiel Figuren auch versteckt sein. Ne? Allerdings sind Figuren ja eher besser versteckt als einfach nur, hey, du hast sie nicht gesehen. Also kann ich es mir eigentlich auch wiederum nicht vorstellen, dass hier was ist. Und man muss ja meistens was tun, um an die Figur ranzukommen. Ein Feuerlöscher sehe ich jetzt hier auch nicht. Ehrlich zu sein, sehe ich hier auch einfach gar nichts. Und dann sind wir in dem Raum. Hätte ich schneller sein müssen, um da reinzugehen? Ich habe das nicht mehr gewusst, dass das Ding zufällt. Okay, das geht nicht. Hier kann ich nach hinten, aber da ist nichts. Will ich da hochgucken? Ich meine, ich könnte mir mit den Dingern hier eine riesige irgendwas bauen. Dass die so sich komplett aufeinander stapeln, wie so eine Pyramide. Und dann damit irgendwie da hochgucken. Ich sehe halt einfach literally nichts. Also wenn da jetzt eine Figur da oben wäre, das fände ich ziemlich scheiße. Ich lasse es erstmal. Wir können uns hier umgucken, wenn wir nichts finden. Auf anderen Sachen. Ich meine, das wäre irgendwie echt dumm, wenn hier was versteckt wäre. Keine Ahnung. Ach, hier ist eh schon. Dicht. Oder auch hier, wenn hier irgendwie am Rand irgendwelche Feuerlöscher oder sonst was wären. Das wäre komplett bescheuert. Ach, jetzt sind wir in dem Raum, Mistzeug. Oh, I remember. Hier könnte es natürlich gut sein, dass es hier irgendwo in der Dunkelheit eine Abzweigung in diesen Dingsraum gibt, in diesen, weißt du schon, Sternenraum.
Weil sonst kann der Raum hier eigentlich nichts. Der kann nur hier rüber und darüber gehen. Und führt hier zu dem anderen Weg. Ja. Das war's dann aber auch. Aber hier wird's auch nicht, hier drückt er auch nicht irgendwo rein. Ne, hier ist auch nichts. Zumindest fühlt sich das nicht nach irgendwas an. Hier fallen wir dann runter. Ich meine, ich lasse mich jetzt gleich nochmal runterfallen. Aber so gesehen haben wir jetzt das hier durchprobiert, ne? Dachte, jemand fällt hier runter. Ach, hier war gar nichts mit runterfallen. Ah, es ist schon merkwürdig. Es ist schon merkwürdig. Aber gut. Lassen wir es erstmal an der Stelle dabei. Ich will jetzt halt auch nicht in irgendeinem Bereich anfangen zu suchen, wo am Ende gar nichts ist. Das wäre halt auch wieder komplett dumm. Ja. Da gehen beide Wege zu. Okay, den hatten wir nicht. Das ist schon mal gut, dass wir den haben. Hier war dann das Ding. Die Frage ist jetzt halt auch hier wieder. Gibt es... Das wird aber ein deutlich kürzerer Weg, oder? Ich bin auch damals einen längeren Weg gegangen. Oder bin ich darüber gesprungen? Ich weiß es nicht mehr. Aber auch hier wäre jetzt halt wieder die Frage, gibt es hier, muss ich da rüberspringen in die Dunkelheit? Ist da vielleicht der Sternenweg? Das wäre irgendwie dumm, dass der immer so in der Dunkelheit versteckt ist, der Sternenweg. Weiß ich nicht, das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Das hier scheint nichts zu sein. Geh mal davon aus, dass hier nichts ist. Weiß es nicht. I hope so. Wir kriegen ja nachher auch so einen Abschnitt, wo wir so ein Leuchtding dabei haben. Wär fände ich cooler, wenn da die Sachen versteckt wären, um die es geht. Hier ist nix. Nee. 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 Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. Kann ich hier irgendwie diese Treppe passieren? Because you want the kind of happy life you see all around you. Das ist auch nicht. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Nee, nee, nee. Das auch nix. Ist auch nix. Die ganzen Schachbrettfiguren konnte ich auch noch nie nehmen.
Hoch kann ich dann auch nirgends. Da kann einfach natürlich nichts sein. Nee, okay. Hier wirkt es aber so, wie wenn ich nach hinten irgendwo hin könnte. Kann ich hinten auch rumhüpfen? Ah, das ist die Tür. Hier irgendwas? Kann ich auch rumlaufen? Aber auch hier gilt, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nach oben komme ich auch nicht. Okay, ich erkläre den Raum hier für abgeschlossen. Zack. Hier ist nix, hier ist nix. Jetzt kann ich nur ins Dunkle reingehen. Jetzt glaube ich, jetzt kriege ich dieses Lichtding. Oder so? Das war der Raum, wo man die Treppe gesucht hat, richtig, ich erinnere mich. Komplett bescheuert. Dann sieht man hier den Pfeil, dann sieht man hier die Treppe. Hier an der Seite irgendwas. Ich drücke gerade die ganze Zeit gegen die Seite, ob ich da reinlaufe, aber ne, okay. Dann gehen wir einfach die Treppe hoch. Soll mir auch recht sein. Das war nicht, was ich wollte. Hier an der Seite ist nichts. Kann da drüben was sein? Können ja. Hier an der Seite ist auch nichts. Ach, hier runter falle ich nur dahin wieder. Okay. Gut, dann ist da nichts. Auch das wäre wieder komplett dämlich, wenn hier im Dunkeln, keine Ahnung, irgend sowas versteckt wäre. Weiß ich nicht. Warning, you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams. Aha. Have now descended into a dream within a dream instead. Hier ist ein Eingang. Even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Oder? Hä? Ah, jetzt laufe ich nach hinten. Aber ich sehe noch nicht, wohin. Ja, wo bin ich denn jetzt? Oder ist das das Ding? Nee, warte, ist das nicht das Ding, wo ich dann mit dem Schild hin zurückkommen muss? Stimmt, ich glaube, ich komme hier mit dem Schild hin zurück. Ja, ja. Lel. Dachte, ich habe was gefunden. Aber ich kriege jetzt hier das Schild, das Leuchtschild. Und gehe ja damit dann zurück und gehe dann damit diesen Weg. Da war ja was. Hier darf ich nicht durch, na, nee. Trotzdem könnte hier eine Figur zu sehen sein, irgendwo. Direkt ganz nah an mir. Nein, okay. Hier ist nix. Hier darf ich auch nicht nach hinten, okay. Wenn ich so quer halte, mache ich, glaube ich, am effektivsten die. Kann ich so am effektivsten mich umschauen. Und jetzt sind wir in dem Bereich, wo ich sage, aber jetzt kann dann schon wieder recht viel versteckt sein. Weil jetzt habe ich auch Methoden, was zu finden. Na, jetzt kann auch an der Wand sowas wie ein Feuerlöscher sein, weil jetzt sehe ich den ja.
Genau das meine ich damit. So, hier darf man den nicht durchnehmen. Somit ist hier nichts. Genau, und das ist der Weg, den ich gerade, wo ich gerade gemeint habe, ich hätte was entdeckt. Aber nee, habe ich natürlich nicht. War der ganz normale Weg. Okay. Dann ist ziemlich sicher hier irgendwas versteckt. Wenn ich hier irgendwie einen anderen Weg gehe oder sowas, vielleicht gibt es da irgendwo Zeug. Könnte ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Guck mal, hier kann ich zum Beispiel da hoch. Aber das führt auch nur hier runter. Hier scheint nichts anderes zu sein. Okay, ich denke, die ersten Kisten haben wir durchgeguckt und festgestellt, dass da nichts ist. Da oben würde ich gerne hin. Erstmal kurz durch und gucke, ob ich von der anderen Seite recht schnell hochkomme. Ja, okay. Ich weiß nicht mehr, ob wir es damals probiert haben schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es probiert haben. Nein, haben wir nicht. Da ist eine Figur. Da ist die Figur. Bam! Nice. Das wird sicherlich auch die Figur des Levels sein. Jetzt warte ich kurz, bis ein Speichersymbol kommt. Weil dann kann ich kurz ins Hauptmenü zurückgehen. Da ist mein Speichersymbol. Und kann gucken, ob noch mehr Figuren hier sind. Na, das ist das Ding. Muss nur aufpassen, dass ich nicht Level 4 starte, lade. Das wäre dumm. Ich will nur gucken. Wir haben noch nicht alle Figuren. Es gibt mindestens eine weitere. Gut. Mehr wollte ich nicht wissen. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Ja, good to know, ne? Es gibt mindestens noch eine weitere Figur. Oh, Errungenschaft! Bitte recyceln. Lol. Okay. Hatte ich die nicht schon? Ich habe doch schon mal die Dinger da reingeworfen. Na gut, soll mir recht sein. So, Kollege. Mach den erstmal wieder größer, deutlich. Dann laufen wir damit ein bisschen durch die Gegend. Achso, ja gut. Was würde passieren, wenn ich den jetzt loslasse? Er leuchtet einfach alles weiterhin aus. Durch die Wand. Wow. Okay, hier komme ich nicht durch. Er leuchtet einfach den kompletten Level jetzt aus. Sehr gut. So möchte ich das. Hier ist aber auch nichts, ne? Nee. Hätte ich damit irgendwo hochgekonnt? Hätte ich das zum Hochgehen irgendwo nutzen können? Nee, hier ist ziemlich... Nein, da ist auch nichts. Okay. Ach, jetzt habe ich es nicht richtig gesetzt. Aber schön, wie er das ausgeleuchtet hat, obwohl er gar nicht da war. Finde ich gut. So, jetzt kann ich hier wieder durch den Gang gehen und überall an die Seite drücken. Und hier überall an die Seite drücken. Und gucken, ob ich plötzlich in eine andere Richtung laufe. Aber passiert nicht.
Okay. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Okay. Hier kann ich auch nichts tun. War nicht irgendwas mit dem Messer? Ach, ich konnte die Lampe ausmachen. Dann ist das Messer weg. Und dann geht es nicht mehr. Das war aber auch schon alles. Okay, hier ist... auch nix. Kommen wir jetzt schon? Ja. Kommen jetzt schon zum Ende des Levels gleich. Und zwar zu dem Abschnitt, wo wir jetzt das Licht wieder anmachen. Wo wir dann schon die Dings damals gefunden haben. Die... weißt du schon. Aber dann muss ich mich hier nochmal genauer umgucken. Na, hier machen wir jetzt Licht wieder an. Haben hier einen riesigen Raum. Oh. Ich habe da plötzlich gerade ganz böse Ideen. So, jetzt brauche ich erstmal wieder die Dose. Wo habe ich die Dosen herbekommen? Ja, ich habe irgendwo hier, habe ich eine Dosen immer her, eine Dosen. Ah, hier. 1, 2, 3. Die Dosen. Sonst ist hier, glaube ich, nichts gewesen. Ach, nee. Gab es hier auch Dosen? Ja. 1, 2, 3. 4. Sonst ist auch hier nichts. Okay. Folgendes. Ich meine, erstmal müssen wir nochmal hier uns umgucken. Und zwar auf beiden Seiten. Ich weiß, dass hier das Ding war. Das haben wir ja auch gefunden. So. Das ist mir ja bewusst. Die Frage ist halt, ist hier noch eine Figur? Das ist die eine Frage. Oh, hier sind auch Fenster offen. Scheiße. Ich frage mich, ob man durch irgendein Fenster gehen kann. Das ist das, was ich eigentlich nicht aussprechen wollte. Ich will es nicht. Ich will es nicht ausprobieren. Muss ich das jetzt ausprobieren? Durch die Fenster zu gehen? Auch bitte nicht. Please, no. Aber es kann halt leider möglich sein. Na? Scheiße. Es kann halt leider möglich sein. Ich habe die Dosen aber auch echt so platziert, dass ich nicht an sie rankomme von da. So. Beans! Holy shit. Physics! Okay. Das sind sehr interessante Physics.
Ich will das gar nicht wegnehmen, das sieht mir viel zu lustig aus. Komm ich jetzt da hoch? Come on! Danke. Boah. Dankeschön. Warum darf er das? Wahrscheinlich hängt es hier irgendwo, keine Ahnung. Aber jetzt eben die große Frage, kann man hier irgendwo rausgehen? Nein, es ist wieder kleiner geworden. Also hier scheinbar nicht. Muss ich das jetzt, will ich das jetzt wirklich bei jedem Fenster ausprobieren? Freunde. Oder wollen wir erstmal weiter gucken? Und wenn wir da nichts finden, dann sagen wir, hey, wir haben ja noch die Fenster. Ich glaube, wir machen es lieber so. Na. Ich glaube, wir machen es lieber so. Was war auf der Seite eigentlich? Was war auf, also auf der anderen Seite? War da nicht... Yo! Jener Sprung. War hier irgendwas? Because I can't remember anything. Da ist eine Figur! Habt ihr sie auch gesehen? Da ist eine Figur! Ein Fenster ist tatsächlich die Lösung. Unfassbar. Wo kriege ich sie noch nicht? Gut, dass wir die Fenster ausprobiert haben. Oh Mann! Wo kriege ich sie auch noch nicht? Ah, komm her. Super. Lol, ich dachte, ich habe die... Ex? Hä? Die ist einfach weg! Ah, jetzt bin ich auf dem Fenster. Stopp! Ach, komm schon! Wie soll ich die denn auslösen? Wow! Ich kann da rauslaufen. Also kann ich da doch rauslaufen. Okay. Hätte ich bei dem anderen auch hochgekonnt? Und war einfach nur zu dumm? Ah, wieder zu niedrig. Ist die andere Dose auch einfach nur runtergefallen? Und liegt da unten irgendwo? Ich will da nicht raus können. Weil wenn ich da auch raus kann, muss ich es wirklich mit jedem... Müsste ich es wirklich mit jedem Fenster ausprobieren. Okay, hier kann ich scheinbar nicht rauslaufen. Okay.
Aber ich meine, wir haben jetzt die Figur. Was fehlt jetzt noch? Der Sternweg? Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das jetzt wirklich die... Alter. Dass das jetzt wirklich die letzte Figur war. In diesem Abschnitt. Oh, bleib so. Oh, yes. Oh, yes. Wieso glitscht eigentlich jede Dose bei mir weg? Kommen die eigentlich wieder, wenn ich die wegglitsche? Die tauchen alle nicht wieder auf, ne? Ah, doch! Wenn das Spiel sie als verschwunden erkennt, tauchen sie tatsächlich auch wieder auf. Sensationell. Alter, die haben eine Physik. Unglaublich. Man kann vor allem nicht vernünftig drauf auf die Dinger. Weil immer, wenn man das versucht, passieren ganz wilde Dinge. Wo kommt die denn jetzt her? Ach so. Hä? Okay, ich stehe drauf. Ist wieder weg. Okay, komm. Wenn wir den Weg nicht finden, gucke ich mich hier nochmal um, aber aktuell würde ich sagen, will ich mich hier nicht weiter umgucken. Ja, aber scheiße, hier ist der Ende. Hier ist Ende. Hier ist halt wirklich Schluss, ne? Ah, da ist noch ein Feuerdings. Den wir nicht hatten. Den hatte ich auch nicht angeklickt, weil hatte ich wahrscheinlich keinen Bock mehr. Ja, aber wir haben den Sternweg wieder nicht. Will ich jetzt wirklich jedes Fenster abgucken, ob ich da hoch kann? Lol. Bin ganz ehrlich, will ich nicht. Aber wo kann der Sternweg denn jetzt noch sein? Hey. Jetzt stehe ich wieder unten. Oha. Ja, cool, dass du da drauf stehen bleibst, aber kannst du ein bisschen kleiner werden? Bevor. Nein, jetzt nicht! Mach nicht wieder diesen. Okay, ich bin hier auch drauf. Hier komme ich auch nicht raus. Aber es sieht halt nicht aus, ob man irgendwo plötzlich rausgehen könnte. Und das ist das Ding. Da war ja schon die Figur hinter so einem Ding. Aber wir haben den Sternweg nicht. Ach, scheiße. Okay, wir gehen erstmal raus und gucken, was wir haben. Machen wir es so. Man läuft ja schnell wieder durch, wenn man was nicht hat. So, das ist ja nicht das Problem. Man läuft ja ganz schnell wieder durch. Abflug! Aber ja, dann muss ich euch im nächsten Part zeigen, wo hier der Sternweg ist. Müssen wir leider cliffhangern. Tut mir sorry. Und wir haben nicht alle Feuerlöscher. Ah! Und ich wette,
Ich wette, das hier sind... Okay, das mache ich jetzt noch schnell. Ich wette, das sind Feuerlöscher aus dem scheiß Eingang. Weil ich da einfach kein... eine beschissene Möglichkeit habe, Entschuldigung für das viele Gefluche, aber irgendwas zu sehen. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Ja, den hat man schon mal nicht. Es hat nämlich nicht funktioniert, hier dran vorbeizulaufen. Ah, okay, aber... Okay, ich verstehe. Wenn man, Ja, okay. Okay, das waren die zwei. Perfekt. Wenn ich jetzt aber das, wie gerade gesehen habe, dass das Ding am Anfang hell bleibt und es wirklich mit Zeit ist. Ich dachte, das geht mit einem Abschnitt. So, ich betrete den zweiten Abschnitt und dann bricht einfach alles ein. Aber das geht auf Zeit. Das heißt, ich könnte mich in dem Raum noch ein bisschen schneller umgucken, Hello. My name bevor is der komplett ausgeht. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing. Vielleicht sehen wir da noch irgendwas, was ein Hinweis sein könnte. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Nee. Okay. Dann ist es okay. Ich schaue den Sternweg nach. Wir machen das nächste Mal den Sternweg in Nummer 4. Und vielleicht noch den Feuerlöscher Nummer 2. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Aber es gibt keine... Oh, das gibt's doch nicht. Es gibt keine, die ich in Nummer 2 noch verpasst habe, die ich mir einfallen könnten, die ich gesehen habe in dem Video. Ich schaff's nicht. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen und tschüss.